So Leute, so schnell geht es für euch hier im Stream. Die Leute gehen zwar, aber ich bin immer noch heiß und am Start. Ich habe da Bock drauf auf das Spiel. Wir starten auch wieder die Zeit. So, letzte was fallen? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist einfach nur ätzend, der Gegner. So, aber da ist eine Falle, das wissen wir ja. Ah ja. Oh. Okay, das war dumm. Das war dumm. Echt nicht so klug. Geh du mal voran hier, Kollege. Da. Willst du mitkommen? Soll ich auf dich warten? Wartest du auf mich? Sagen wir einfach, du wartest auf mich. Und wir machen weiter. Schalten die Abkürzung frei. Wir sind da echt durchgekommen. Ey, zu zweit ist es Piece of Cake. Aber alleine ist es die Hölle. Einfach nur die Hölle. Vielleicht können wir hier auch noch jemanden mitnehmen. Na, will jemand? Nein? Okay. Dann gehen wir wieder. Ich glaube, mittlerweile ist auch das Großschwert nicht schlecht. Ist mein Gefährte noch da? Yes, it is. Der steht jetzt direkt vor mir. Ah, nö. Wo steckt er? Sehe ich ja schon. Oh, hier geht's ja runter. Der quanzt voraus. Ja, gute Frage. Wo ist der? Hier scheint er ja nicht zu sein. Da unten ist er auch nicht lang gegangen. Ist er zurück? Gucken wir mal von hier oben. Hä? Wo ist der hin? Jetzt mal ehrlich, wo ist der hin? Der kleine SKE möchte bitte an der Rezeption. Der kleine SKE. Ich kann mir vorstellen, wo er ist.
Alright. Was hast du bewacht, ist die Frage. Abgründiger Edelstein. Ich verstehe. Jetzt wird's lustig, liebe Leute, jetzt wird's lustig. Ja, wechseln wir wieder zum Katana. Und müssen an diesem Riesen durch. Es führt nun mal kein Weg dran vorbei. Nein! Wir holen uns noch Leute. Das gibt's ja nicht. Wenn wir schon mal hier Glut haben, können wir uns das auch leisten. Scheiße, Mann. Wir können auch hier nochmal alles am Anfang setzen. Puh, wir können eigentlich auch mal aufsteigen, oder? Oder wenigstens das Ding verbessern. Kann ich einmal aufsteigen? Das geht. Geil. Dann werden wir doch mal Geschicklichkeit auch mal ein bisschen pushen. Wir gehen direkt wieder zurück. Wofür haben wir nur den Schlüssel von dem Typ da oben bekommen? Mornas Helm. Ein ungewöhnlicher Helm. In dieser Welt ist so vieles ungewöhnlich. Zum Beispiel, dass hier keine Zeichen sind. Finde ich schon sehr ungewöhnlich. Hier hinkommen. Das wäre super. Aber wir haben immerhin die Abkürzung freigeschaltet. Da bin ich. Für heute ist eigentlich mein Ziel echt erreicht. Wir haben das Großschwert bekommen. Sind bis hierher gekommen. Jetzt müssten wir nur noch ein paar... Noch zwei Leute bräuchte ich. Zwei Leute. Ich weiß zwar nicht, ob ich damit besser aufgestellt bin, wenn wir mehrere Leute sind und dadurch huschen. Aber ich habe so die Hoffnung einfach, dass der sich vielleicht auf die konzentriert und ich da das Zeugs noch einsammeln kann. Und ihr wisst, was ich meine. Aber es kommt auch niemand. Soll ich mich vielleicht mal wieder anbieten? Wetten, ich bin sofort weg. Vielleicht ist es auch kein Hotspot. Siehst du? Ruckzuck. Hier ist echt ein bisschen Mangel daran. Obwohl hier ja doch echt Dreh- und Angelpunkt ist. Lloyds Schildring. Mhm. Versteckt die VNTP der Schadensminimierung. Wow. White Rabbit. Was bist denn du für einer? Oh nee, so einer. Ach ja, du kannst noch ein weiteres beschwören.
Okay. Dann benutze ich doch mal hier. Wir müssen lernen, so langsam mit diesem Schwert umzugehen. Mache ich dir mal schön die Kathedrale hier kaputt, ne? Ich kann theoretisch auch mal neue Ausrüstung hier anziehen. Daher. Wie halt auch alles schlechter ist. Bin halt auch im richtigen Covenant, Leuten zu helfen. Was hat der denn an? Der hat auch diesen Anzug da an. Den ich auch an habe, sehe ich gerade. Das kriegen wir aber auch zu zweit, denke ich, ganz gut hin. Das nächste, was ich halt brauche, ist eigentlich Kondition. Weil der mangelt gerade noch ein großes Schwert. Jetzt geht's. Und weh, das blutet mich jetzt komplett voll. Die Scheiße. Bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Schade. Ja. Bin ich gestorben. Nicht so schön. Das tut mir leid für den. Aber vielleicht habe ich jetzt das Glück und kann jemanden beschwören. Weil alleine da durchhuschen, habe ich echt nicht so wahnsinnig Bock. Aber es sieht schon echt cool aus. Aber ich merke schon, im Großschwert, da, das muss dann auch ein One-Hit sein. Ansonsten bringt das nichts. Alter, oder sollen wir einfach selber auf eigene Faust durchrennen? Oh je, aber damit... Oh, hier ist jemand. Luch. Oh Mann. Ah, guck mal, da ist so leer. Beziehungsweise die komplette Montur von dem. Ärgerlich, ärgerlich. Ich will doch nur einen Freund in einem Spiel. Was es dir nicht leicht macht. Ich möchte doch nur einen Freund, der mir hilft, das ganze Scheiß hier zu überleben. Ich will doch nur einen Freund.
Okay, wir warten noch bis 30. Hier ist echt einfach niemand. Einfach niemand da. Gibt's doch nicht. Doch. Meiner. Meiner. Trojan, meiner. Der sieht auch, als könnte er was. Fuck you. Kann nicht beschworen werden. Wieso denn nicht? Kann es sein, dass die bei mir einfach in der Welt zu spät auftauchen? Und die dann schon woanders sind? Ja, wenn der Sandro mal Hilfe braucht, dann steht er ganz alleine da. Scheiß drauf. Dann machen wir es halt alleine. Kacke, Mann. Also ich sag schon mal Adieu zu meiner Glut. War klar. Das war klar. Das war klar. Das schenkt dir nichts. Vor allem, er haut nicht nur einmal drauf, er haut dann auch noch mal drauf. Bleibt echt wie ein Mädchen gerade. Shit, Mann. Wie gefährlich auch diese Aufzüge sind und wie instabil die sein müssen. Safe. Sugar. Jetzt die Fragen aller Fragen. Wo zur Hölle sollen wir hingehen? Ja, sneaky Bastard. Komm mal runter. Suchen, okay. Zack. Da geht's hoch. Gehen wir da mal hoch. Hohoho! Dummer Wichser!
Sarg. Ah. Jetzt überraschst du mich nicht, nämlich. Wieder eine kleine Titanitscherbe. Heilen wir uns, wir haben es ja mittlerweile. Und wir haben plus 3, sehe ich das richtig? Plus 3. Blut. Das ist doch schön. Der tut mir auch ein bisschen leid, der ist ja in diesem gigantischen Kathedrale hier eingeschlossen. Okay, das war auch nur für die Glut. So wie ich das empfinde. Dann gehen wir hier mal weiter. Alles klar, Leute. I know what we have to do. Liloids Talisman, haben wir den? Untotenjäger-Amulett, blockiert, bedingt Estus Regeneration. Okay, dann müssen wir... Sollen wir gegen die kämpfen? Wir kämpfen gegen die. Wie man sieht, die Kette ist nicht so geil. Oh, aber sie hat ein paar neue Moves. But not enough moves for me. Bitches! Foliante des Abgrunds. Alles klar. I see my opponent. Slowly he strives in the air. Mach was! Scheiße! Dummer Wichser! Der silberne Schlangenring. Also an Items gibt es irgendwie keine neuen. Muss man ja mal so sagen. Das ist alles altbewährtes. Altbekanntes, altbewährtes. Dadurch fühlt sich das alles schon sehr stark nach einem Dark Souls 1 an. Ist hier hinten was? Nein. Es ist einfach nur Dark Souls 1 in hübscher und mit neuen Gegnern und einer anderen Karte. Aber die Items sind ja echt 1:1 die gleichen. Was ich nicht schlecht finde, weil ich mag alle die meisten Items. Nur, dass wir keine Liloids Talismane haben, wundert mich tatsächlich. Das ist wahrscheinlich... war nicht witzig genug, weil die waren halt echt kacke.
ich sehe schon, wenn man hier einfach nur rennt um sein Leben. Jetzt eigentlich wieder die Kiste? Nee. Kiste ist einmalig. Seelen haben wir auch wieder. Ah, nee. Ah, nee. So. Ich hole mich dir. Also, du stehst auf meiner Liste. Er weiß ganz genau, was ich vorhabe. What if I say I don't give a damn and I just go there? Kamera. Oh shit, von euch gibt es zwei. Wenn mich nicht alles täuscht. Könnte das der Weg in den Tod oder zu einer weiteren Abkürzung sein? Wir hoffen einfach mal auf Bestes. Auf Beste. Und das ist der Weg zu... Zu einer guten Frage ist das. Und das ist die Tür zu... der Kapelle! Yes, Sir! Geile Meile! Und wo führt uns das Ding hin? Das gucken wir uns noch an. In den letzten paar Sekunden... Ich verstehe. Aber hat es einen tieferen Sinn, hier hochzukommen? So wirklich ja nicht. Aber liebe Leute, da es schon spät ist, wir nicht mehr viel Zeit haben, würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und... Das soll es von Dark Souls 3 gewesen sein. Heute an diesem wunderschönen Mittwochabend ist es jetzt kurz vor 2. Und auch wenn es mir jetzt gerade ein bisschen in den Fingern juckt, die Typen da zu besiegen,
sehe ich doch da keinen Mehrwert drin, das jetzt gleich zu tun. Und wir machen es erst morgen Vormittag, vielleicht wieder so circa um 11. Treten wir da an, versuchen das jetzt erstmal alleine, holen uns dann vielleicht auch mal Hilfe oder helfen selbst Leuten. Für alle, die dabei waren heute und jetzt noch dabei sind, denen sage ich erstmal vielen Dank. Für alle, die auf YouTube gucken, wir sehen uns in der nächsten Folge. Schön, dass auch ihr bis hierhin geguckt habt. Abonnieren, kommentieren. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich war der Jan und sage für heute Aufnahme 2, naja, 3, sage ich erstmal. Bis auf dann, gute Nacht.